Hallo zusammen, hier ist Jan von Brettspiel erklärt. Heute habe ich ein bisschen anderes Video für euch. Ich wollte mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Und zwar spiele ich heute Horizons of Spirit Island. Allerdings mache ich das so ein bisschen Erklärvideo und Spielvideo gemeinsam. Das heißt, ich werde das auch in zwei Teile aufteilen. Im ersten Teil spiele ich so die ersten zwei Runden. Danach solltet ihr eigentlich alle Regeln kennen. Dann im zweiten Teil spiele ich dann quasi die Partie noch zu Ende und ganz zum Schluss mache ich vielleicht auch noch einen kurzen Vergleich zwischen dieser neuen Version, also Horizons of the Spirit Island, zu dem ursprünglichen Spirit Island. Das habe ich auch schon öfters gespielt, da werde ich vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen. Dann beginnen wir. Ich habe den Spielplan soweit schon aufgebaut. Wie ihr seht, hier ist das Brett, das ist jetzt auf der Zweispielerseite. Ich habe gesagt, ich spiele jetzt mal die zwei Spirits gleichzeitig. Solo kann man das aber auch nur mit einem Spirit spielen. Das mache ich tatsächlich normalerweise auch. Aber jetzt, um ein paar andere Mechanismen noch erklären zu können, habe ich gedacht, macht vielleicht Sinn auch mit zwei Spirits zu spielen. Genau, das heißt, wir spielen hier auf der gesamten Insel, auf der Zweispielerseite. Ich habe auch soweit schon alles aufgebaut. Hier unten steht quasi immer an den Zahlen dran, was beim Setup quasi da aufgebaut werden soll. Das hier sind die Dahan, das sind die Ureinwohner sozusagen. Die sind quasi auf unserer Seite so ein bisschen. Und das hier sind natürlich die Invaders, also die Kolonisten, die jetzt hier auf der Insel sich beginnen auszubreiten. Außerdem habe ich hier die Kolonisten-Deck gebaut. Das sind quasi einfach 1, 2 und 3er Karten, wobei immer jeweils eine Karte aussortiert wird. Das heißt, die mit den Karten spielen wir jetzt nicht. Das ist dann zufällig eine rausnehmen. Dann hier oben haben wir die Furcht-Token. Das steht auch hier drauf. Da müssen im Spiel zu zweit kommen da 8 hin. Und hier unten haben wir die Blight-Tokens, also zerstörtes Land quasi. Da kommen 11 hier rein. Wenn der irgendwann mal leer sein sollte, haben wir verloren. Und euch noch ein paar andere Möglichkeiten. Das sehen wir gleich noch. Die zwei zählen nicht zu den 11 dazu. Die muss man einfach beim Setup quasi ganz normal aus der Box nehmen. 11 kommen dann zusätzlich noch hierhin. Hier oben haben wir das Furchtdeck. Da nimmt man einfach zufällig 9 Karten. Und man macht quasi immer 3 Karten, dann so Furcht. Oder Terror-Level heißt das hier, Stufe 2, dann nochmal 3 Karten, dann Stufe 3 und dann nochmal 3 Karten. Dann können wir auch direkt zu der Siegbedingung übergehen. Aktuell ist die Siegbedingung noch, dass wir, das steht quasi hier, quasi komplett alle Kolonisten vernichten müssen. Also alle Städte, alle Dörfer und auch alle einzelnen Erkunder. Dann haben wir gewonnen. Allerdings können wir hier mit Furcht die Siegbedingungen quasi vereinfachen, also weil ich das freigeschaltet habe, muss man nur noch Dörfer und Städte besiegen. Wenn man das freigeschaltet hat, dann sogar nur noch Städte. Und wenn man es schafft, alle Furcht wegzukriegen, alle Furchtkarten, dann hat man sogar sofort gewonnen. Genau, also das werden wir jetzt versuchen. Die Gegner sind zwar auch, breiten sich hier weiter aus, aber wir müssen versuchen, da so ein bisschen gegenzuhalten und dann die entsprechende Siegbedingung zu erfüllen. Dann habe ich mir jetzt mal zwei Spirits ausgesucht. Ich habe einfach mal welche genommen, wo ich glaube, dass die ein bisschen was von beidem oder von allem zeigen. Kurzen Überblick hier drauf. Hier sind quasi die so ein bisschen das Einkommen, also wie viel Geld man kriegt und welche Elemente man generiert an seinem Zug. Ja, also am Anfang liegen da jetzt gleich, das lege ich gleich hin, diese Würfel drauf. Das heißt, das hat man da noch nicht freigeschaltet. Im Laufe des Spiels legt man die weg. Dann bekommt man die Sachen und hier unten steht, wie viele Karten man in seinem Zug ausspielen kann. Hier unten steht noch eine Spezialfähigkeit von jedem Geist. Hier in dem Fall haben Gegner, wenn ich quasi zwei oder mehr Steine in einem Feld habe, dann haben die ein Leben weniger. Wir sehen also, das hier ist jetzt die rote Farbe. Wir sehen hier oben, hier habe ich zwei Steine liegen. Ich lege die vielleicht nochmal nebeneinander, dann sieht man das vielleicht ein bisschen besser. Genau, also hier der Rote startet hier mit zwei Steinen. Das steht auch hier unten auf der Rückseite, steht eine kleine Setup-Regel. Da könnt ihr dann die einfach durchlesen und das machen. Und das heißt jetzt in dem Fall, wenn jetzt hier Gegner wären, dann hätten die da ein Leben weniger.
Und dann hat, also jeder hat hier diese quasi dauerhafte Fähigkeit und jeder kann diese Fähigkeit auch noch aktivieren, die hier steht. Allerdings muss man dazu bestimmte Elemente generieren. Das heißt, hier muss ich zweimal Wind generieren und zweimal Feuer. Dann kriege ich diesen Effekt hier. Wie das passiert, kommt natürlich gleich noch. Genau, der zweite Geist, der braucht auch, hat auch seinen Effekt, bezieht sich auf zwei oder mehr in einem Gebiet zu haben. Dann wird beim Bauen nur ein Erkunder gebaut und keine Dörfer oder Städte. Also, das heißt, wenn hier gleich erkundet wird in dem Gebiet hier, dann kommen da nur Erkunder anstatt Dörfer oder Städte hin. Sehen wir gleich auch noch. Er hat hier auch noch natürlich eine Fähigkeit und hier, das sieht alles anders auch aus, auch der Bereich hier oben. Genau, dann lege ich kurz noch die Steine drauf. Und dann können wir auch eigentlich mit dem Spiel soweit anfangen. Jeder bekommt außerdem noch Karten von seinem Spirit. Das zeige ich euch auch kurz. Jeder hat quasi vier Karten, jeder Spirit. Auf der Rückseite ist dann jeweils der Spirit abgebildet. Die Karten starten quasi auf der Hand. Ich habe jetzt quasi zwei Hände, also ich spiele jetzt einfach so, als würden zwei Spieler am Spiel teilnehmen. Wie gesagt, man kann auch im Solo-Modus nur einen Geist spielen. Die restlichen Komponenten habe ich hier so ein bisschen an der Seite liegen. Legt ihr einfach später dann irgendwo bei euch auch hin. Sobald die relevant werden, zeige ich euch das dann. Genau, der letzte Teil vom Setup ist dann noch, dass wir die oberste Karte hier umdecken, die erste Explore-Aktion machen. Wie gesagt, das ist jetzt noch Teil vom Setup, also das Spiel hat noch nicht begonnen. Hier sieht man quasi Mountains, also Berge. Das heißt, es wird in den Bergen erkundet. Immer wenn erkundet wird, bezieht sich das halt auf bestimmte Landschaftstypen, in dem Fall halt Berge. Und dann muss man gucken, ist daneben ein Dorf oder eine Stadt oder eine Küste. Dann kommen da neue Erkunder hin. Am Anfang ist das jetzt immer gegeben. Ne? Also hier habe ich beispielsweise ein Dorf daneben, das heißt, hier wird erkundet. Dann kommt da einer hin. Hier habe ich eine Stadt, das heißt, hier wird auch erkundet. Hier ist sogar schon ein Dorf, das heißt, hier wird auch erkundet. Und hier habe ich eine Stadt daneben, das heißt, hier wird auch erkundet. Genau, und damit weiß ich, dass jetzt nächste Runde hier gebaut wird. Also ist immer so erkunden, bauen und dann verwüsten. Gut, dann können wir beginnen. Wir fangen tatsächlich mit der Wachstumsphase an. Bei der Wachstumsphase kann sich jeder Spirit einer dieser Abschnitte hier oben aussuchen, die er ausführen möchte. Hier, hier sind jetzt drei Symbole, hier sind zwei und da sind die drei. Will ich es einmal kurz erklären. Reclaim Cards, also hier kann man alle Karten wieder zurück auf die Hand nehmen. Also gleich, wenn ich Karten ausgespielt habe, werden die quasi offen ausgelegt in einen Ablagestapel und nur mit dieser Aktion kriege ich die wieder zurück auf die Hand. Macht jetzt am Anfang natürlich noch keinen Sinn. Eine Powerkarte nehmen. Wir starten ja mit vier Powerkarten, aber es gibt hier noch ganz viele weitere, dann kriege ich quasi mehr. Und eine Energie nehmen. Ich bekomme eins Einkommen, aber wenn ich das hier oben auswähle, kriege ich noch einen zusätzlichen. Das nächste ist, dass wir unsere Präsenz, also diese Plättchen hier, auf dem Spielbrett verteilen können. In dem Fall dürfte ich jetzt eine Präsenz in einen Berg oder eine Wüste legen, die bis zu drei entfernt ist. Steht auch da drunter, Add Presence to Sand or Mountains. Das dürfte ich dann zweimal machen, also werde ich quasi hier zwei Präsenzen los. Hier kriege ich eine Karte, ich darf eine Präsenz loswerden und ich möchte zwei und bekomme zwei Energie. So, dann gucke ich mir direkt mal die Karten an. Das erste, was ich jetzt gerade mal gucke, ist, dass wie teuer hier seine Karten sind. Aktuell kriegen wir eine Energie, das passiert jetzt gleich, und wir kriegen eine Karte. Und wir dürfen eine Karte ausspielen, also von den Karten auf der Hand dürfen wir nur eine spielen. Jetzt können wir uns überlegen, welche wir hierfür machen möchten. Karten erkläre ich gleich nochmal genauer.
Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir uns für diese Option hier oben entscheiden. Genau, das bedeutet, dass wir jetzt zwei Präsenzen auf den Spielplan legen können. Ich würde jetzt einfach mal die beiden hier oben nehmen. Das bedeutet, genau, die kann ich jetzt auslegen. Wie gesagt, in dem speziellen Fall auf eine Wüste oder einen Berg, die bis zu zwei entfernt sind. Ich starte aktuell hier. Genau, wegen meiner Fähigkeit ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich mit den Invasoren zusammen in ein Feld gehe. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal beide Präsenzen hier reinsetzen. Ich könnte auch meine Präsenzen verteilen, möchte ich in dem Fall aber nicht, weil wenn ich bestimmte Karten gleich spielen möchte, ist hier in dem Fall quasi die Bedingung, dass ich diese Karte nur von einem Feld aus einsetzen kann, wo ich zwei oder mehr Präsenzen habe. Bei anderen, wenn da quasi nichts Genaueres steht, also beispielsweise hier die Range 2, dann heißt das, dass ich das von irgendeiner Präsenz, also wo nur eine Präsenz auch ist, eine oder mehr, einsetzen kann. Genau. Aber wie gesagt, auch für den Effekt hier ist das praktisch, wenn hier der ein Leben weniger hat. Also die Erforscher quasi haben nur, oder Erkunder haben nur ein Leben, die Dörfer haben zwei und die Städte dann drei. Aber die Stadt jetzt hier nur zwei, wegen meiner Fähigkeit. Genau, dann habe ich jetzt hier auch Sachen freigeschaltet. Ich habe jetzt quasi immer eine Erde, die ich generiere. Sehen wir gleich, wozu das wichtig ist oder relevant ist. Und ich produziere zwei Energie jetzt gleich. Genau, die erste Phase, also dass jeder sich das aussucht, das kann man dann gleichzeitig machen. Man sollte sich auf jeden Fall auch absprechen, wie schon mal ein bisschen der Plan ist von einem. Wer sich jetzt gleich hier um welche Erkunder kümmert und um welche Invasoren quasi vernichten kann. Ich mache das jetzt natürlich immer einem nach dem anderen, aber genau, kann in beliebiger Reihenfolge gemacht werden. Man kann sich halt absprechen als Team. Genau, bei dem anderen Geist hier, habe ich sehr ähnliche Optionen. Ich würde jetzt hier auch erstmal die wählen, dass ich auch hier zwei Präsenzen legen kann. Er hat relativ günstige Karten, deswegen würde ich vielleicht einen von beiden nehmen. Das bedeutet, ich habe eine Natur oder eine Pflanze produziere ich und ich darf dann zwei Karten ausspielen. Genau, und jetzt kann ich mich auch hier, aber in dem Fall nur einen weit verbreiten, meine Präsenzen. Genau, wegen meiner Fähigkeit würde ich jetzt auch vorschlagen, dass ich mit beiden hier reingehe. Wie gesagt, ich könnte auch einen da hinlegen und dann einen hier hinlegen, aber möchte ich jetzt mal nicht. Weil meine Fähigkeit ist ja, dass wenn hier gebaut wird, dass da dann nur ein einfacher Erkunder hinkommt und kein Dorf oder Stadt. Gut, das war die erste Phase. Jetzt als nächstes erhalten wir unser Einkommen. Das heißt, man erhält das Höchste, was freigeschaltet ist. Das heißt, der Oberste bekommt hier zwei Einkommen und der andere nur ein. Und jetzt dürfen Karten ausgespielt werden. Der obere darf jetzt eine Karte ausspielen, der untere zwei Karten ausspielen. Fangen wir mal mit oben an. Ich würde jetzt sagen, ich spiele die Karte aus. Also man, wie gesagt, kann man auch eine beliebige Reihenfolge machen. Man spricht sich da am besten auch ab. Zeige ich euch mal kurz die Karte. Hier oben steht immer, sieht man erstmal den Kreis darum, ob der rot oder blau ist. Blaue Karten sind langsam, das heißt, die passieren diese Runde zwar, aber erst nachdem sich die Invasoren ausgebreitet haben. Die roten, das sind schnelle Karten, das heißt, die passieren jetzt sofort, bevor die sich ausbreiten. Die Zahl hier oben ist, wie viel man bezahlen muss. Das heißt, ich müsste jetzt zwei bezahlen. Das lege ich mal jetzt gleich hier auf die Karte drauf. Und hier in der Seite stehen jetzt, welche Elemente diese Karte produziert. Die Elemente, die hier produzieren, sind hauptsächlich eigentlich relevant für die Fähigkeit, die hier ist. Hier haben wir, wie ja eben gesagt, muss ich zwei Feuer und zwei Wind produzieren. Dann darf ich zwei Schaden gegen nur Erkunder sozusagen machen. Also nur gegen die Menschen, nicht gegen Dörfer und Städte. Das heißt, wenn ich das irgendwie mal klug schaffe später und spiele beispielsweise die beiden Karten, dann hätte ich zwei Feuer und zwei Wind und würde quasi die Bedingungen hier erfüllen, dann könnte ich diese Aktion machen. Habe ich jetzt noch nicht geschafft. Das heißt, ich spiele die Karte einfach nur.
Und genau, leg die erstmal so einfach nur hier an die Seite. Weil erst werden alle Karten entschieden, quasi, die man spielen möchte, und erst dann genau, werden die wirklich eingesetzt. Mit meinem anderen Geist darf ich ja zwei Karten spielen. Und da würde ich jetzt mal diese zwei Karten hier spielen. Genau, und zwar kosten die 1 und 0, deswegen kann ich mir die genau leisten, weil ich habe ja genau eine Energie. Und die anderen kosten 0 und ich darf ja insgesamt das so mit zwei Karten spielen. Deswegen spiele ich die Karte. Was sie gleich machen, sehe ich natürlich direkt gleich. Wichtig ist, beide sind langsam, das heißt, die passieren gleich erst, nachdem die Invasoren sich ausgebreitet haben. Genau. Das würde man dann so aber genau, als Gruppe, als Team quasi, alle spielen ihre Karten aus und man muss sich quasi jetzt in diesem Moment entscheiden, welche Karten man spielen möchte. Und dann geht man erst über in die nächste Phase. Die ist nämlich dann, dass jetzt die schnellen Fähigkeiten aktiviert werden. Wir haben aktuell nur eine schnelle Fähigkeit. Das ist diese hier. So, und was steht hier drauf? Also hier steht auch nochmal das Symbol, dass hier eine schnelle Fähigkeit ist. Die kann man auf ein Feld anwenden, das bis zu zwei von einem Feld ist, wo man zwei oder mehr Einfluss hat. Und welches Feld kann man damit anzielen? Any, also ein beliebiges. Da mache ich dann ein Furcht, das hier ist das Symbol für Furcht. Und dann kann ich quasi eine Ravage, also eine Verwüsten- oder eine Bildaktion aussetzen. So, schauen wir uns das mal an. Meine Überlegung ist jetzt, hier habe ich ja so ein Feld, wo ich quasi zwei Spirits habe oder zwei Einfluss habe. Und dann kann ich bis zu zwei entfernt. Ich würde jetzt mal dieses Feld nehmen. Wobei ich könnte eigentlich auch, ja, vielleicht, nee, ich nehme vielleicht das Feld hier. Ist ja quasi auch über eins, zwei Felder entfernt. Da lege ich dann auch als Erinnerung, kann man da so einen Token reinlegen. Ne? Da, okay, da habe ich was gemacht. Als erstes ein Furcht. Das heißt, ich ziehe die hier, also hier oben in dem Bereich ist das ein bisschen unterteilt. Ich schiebe jetzt einfach mal hier ins Wasser dann. Ich habe jetzt einen Furcht generiert. Und hier als Erinnerung, in diesem Gebiet wird diese Runde nicht gebaut. Ne? Weil da wird er gebaut in den Bergen. Deswegen habe ich das gemacht, dass da jetzt nicht gebaut wird. Genau, das war dann schon die Aktion. Und wie gerade gesagt, sind das die, also kann ich schräg legen, dass ich das schon gemacht habe. Wie gesagt, ist das die einzigste schnelle Aktion. Genau, dann, bevor unsere langsamen Aktionen dran sind, ist dann jetzt der Gegner dran. Wir fangen hier von links an. Zuerst wird verwüstet, hier liegt noch keine Karte, deswegen passiert hier nichts. Dann wird gebaut. In Bergen. Gebaut wird immer dann, wenn in dem entsprechenden Gebiet sich mindestens ein Invasor aufhält oder ein Kolonist aufhält. Also beliebig auf Dorf oder Stadt, das ist egal. Das bedeutet, dass wir hier jetzt bauen. Wenn gebaut wird, muss man immer gucken, gibt es aktuell mehr Dörfer als Städte? Nee, ja, ist Gleichstand, beides gibt es nicht. Dann kommt quasi ein Dorf hin. Aber wenn es mehr Dörfer als Städte gibt, dann kommt eine Stadt hin. Das heißt, nächste Runde, also das nächste Mal, wenn jetzt hier gebaut werden würde in dem Berg, dann haben wir ja mehr Dörfer als Städte, dann würden wir dann stattdessen eine Stadt hinlegen. Die kommt dann wirklich einfach dazu. Also es ist nicht so, dass das Dorf zum Stadt wird, sondern wir legen einfach eine Stadt dazu. Hier würde jetzt normal auch gebaut, aber wegen unserer Karte, die wir eben gespielt haben, wird hier nicht gebaut. Das heißt, den kann ich jetzt weglegen als Erinnerung, dass das jetzt ignoriert wurde. Hier wird gebaut. Hier sind wir ja mit zwei Einfluss. Das heißt, hier haben wir die Spezialsache, dass hier quasi nur ein Mensch quasi dazukommt, anstatt dass wirklich Gebäude gebaut werden. Ja, das ist ja die Fähigkeit von unserem Spirit hier. Und zum Schluss wird hier gebaut. Hier haben wir jetzt genau den Fall, der eben beschrieben. Hier haben wir ein Dorf, also mehr Dörfer als Städte. Deswegen kommt hier eine Stadt hin. Dann sind wir mit dem Bauen durch. Dann müssen wir den nächsten aufdecken, der erkundet wird. Das ist Wald. Und jetzt müssen wir Wald erkunden. Hier oben an dem Wald, ne, ist eine Stadt daneben, das heißt, da kommen die hin. Hier in dem Wald kommen die auch hin.
Hier in den beiden Wäldern können Sie auch jeweils rein. Dann gehen die Karten hier unten rutschen schon eins weiter. Und jetzt wissen wir, ah, okay, nächste Runde wird verwüstet im Berg und gebaut im Dschungel. Wo erkundet wird, ist immer noch unbekannt. Dann war das soweit durch. Ja, wir hätten auch vorher hier auch die Furchtkarten, hätten wir welche gehabt. Die muss man vorher noch abhandeln, aber hatten wir jetzt in dem Fall eh noch nicht. Das sehen wir gleich dann. Und dann sind wir jetzt mit unseren langsamen Fähigkeiten dran. Genau, wir haben jetzt quasi drei Fähigkeiten, die wir abhandeln können. Darf man dann auch in beliebiger Reihenfolge machen, also beliebige Geister auch in beliebiger Reihenfolge. Genau, hier, das hatten wir ja nicht erfüllt, dass wir hier die, das wäre ja auch eine langsame Fähigkeit gewesen, das ist ja hier oben blau markiert. Aber das haben wir ja nicht erfüllt. Dann fangen wir aber mal hier mit der Karte einfach an. Genau, die haben wir ausgespielt. Hier können wir jetzt zwei Dahan versammeln. Versammeln, also Gather, heißt, dass wir quasi in dieses Zielgebiet Dahan reinholen können. Und dann, falls in dem Gebiet dann Dahan und Invasoren beide drin sind, dann machen wir einen Furcht und einen Schaden. Genau, wie gesagt, von hier können wir jetzt von einer beliebigen, irgendwo wo wir Präsenz haben, ein Feld entfernt. Das heißt, wir gehen jetzt mal von dem Feld aus, ein Feld entfernt. Das heißt, wir wählen hier den Dschungel aus. Dann sagen wir Gather up to 2, also up to 2. Also wir können jetzt hier bis zu 2 versammeln. Ich möchte jetzt nur einen versammeln. Das heißt, ich möchte aus angrenzenden Gebieten, kann ich jetzt die Dahan hier reinholen. In dem Fall gibt es ja nur ein Gebiet. Das heißt, ich würde jetzt den hier reinholen. Und dann, falls wir jetzt Dahan und Invasoren im selben Gebiet haben, ja, haben wir, machen wir einen Furcht. Das heißt, die Furcht kommt hier ins Wasser wieder. Also, wie gesagt, hier oben sind eigentlich 2 Gebiete. Und wir machen einen Schaden. Wenn wir Schaden machen, geht das immer, also heißt das immer, die Invasoren kriegen Schaden. Der Typ hier, der hat ja eh nur ein Leben, das heißt, der ist jetzt kaputt. Also haben wir quasi die Dahan dazu gebracht, den anzugreifen. Dann, das war die Karte, die ist abgehandelt. Dann haben wir hier noch eine weitere Karte. Die können wir... Genau, ganz kurz überlegen. Genau, die können wir einsetzen von einer Position, wo wir 2 Präsenzen haben. Und dann bis zu 2 entfernt. Und wir müssen ein Feld, in dem Fall steht hier in dem Feld was, da müssen wir irgendein Zelt anvisieren, das Invasoren hat. Also wir dürfen jetzt nicht einfach irgendein Feld nehmen. Das bedeutet, ich würde jetzt einfach mal von hier ausgehend 2 Felder, also hier reingehen. Dann machen wir einen Furcht, kommt das hier ins Wasser wieder, und wir dürfen bis zu 2 pushen, also verschieben. Also das andere war ja versammeln und das hier ist jetzt verschieben. Das bedeutet, wir können das aus dem Gebiet bis zu 2 rausschieben. Das mache ich auch mal direkt, ich hole den einfach mal hier rein. Was war jetzt so ein bisschen mein Ziel? Ziel war es, dass ja gleich gebaut wird. Und ja, laut meiner Erfahrung ist immer das Wichtigste, dass man das Bauen verhindert vor allem. Das bedeutet, ich habe jetzt quasi durch meine beiden Aktionen bis jetzt zugesehen, dass wir die beiden Wälder quasi leer geblieben sind und jetzt hier schon mal nicht gebaut wird. Und es ist auch oft gar nicht schlecht, wenn man die Invasoren quasi in einem Feld sammelt, weil dann kann man da eventuell später ja, stärkere Angriffe drauf machen und genau, die haben halt generell nicht so verbreitete Präsenzen. Also es ist oft gut, die irgendwie die Invasoren zusammen zu pushen in ein Gebiet oder in ein paar. Genau, die letzte Fähigkeit, die ich jetzt noch habe, ist hier die von meinem Spielbrett. Die habe ich tatsächlich freigeschaltet. Das zeige ich euch nochmal kurz. Ich habe ja hier, die Symbole kriege ich alle. Das heißt, ich habe es geschafft, 2 Wasser, einen Berg und einen Mond zu sammeln. Ja. Das waren genau die Voraussetzungen quasi für die zweite Linie schon. Ich habe die mal runtergemacht, das ist ein bisschen einfacher. Genau, hier hat man jetzt quasi, dass ich in einem Gebiet, wo ich 2 Präsenzen habe, also bis zu 1 daneben und da müssen Invasoren sein,
Da kann ich dann diese Effekte quasi alle nacheinander abhandeln bis zu dem Level, die ich freigeschaltet habe. Also den obersten habe ich und den zweiten habe ich auch. Den obersten muss ich jetzt zuerst machen. Da steht auch hier, das ist das, this is required. Also den muss ich machen. Ich muss einen meiner Präsenzen in die Zielregion reinschieben. Also ich verliere quasi dann meine Doppelpräsenz, aber ich verbreite mich quasi. Dann mache ich einen Furcht und einen Schaden und ich versetze einen Dahan. Also den schiebe ich dann raus. Das schauen wir uns jetzt mal an. Genau, schauen wir mal an. Also ich habe jetzt quasi dieses als Zielregion genommen. Ich nehme jetzt quasi das hier als Startregion und Zielregion. Also was heißt, das ist ja bis zu 1 entfernt. Das heißt, es darf auch 0 entfernt sein. Das heißt, das erste, ich muss quasi von der Region 1 in die Region reinschieben. Also es bleibt im Endeffekt so, wie es ist. Dann mache ich einen Furcht. Also kommt da Furcht ein runter. Und ich mache einen Schaden. Das heißt, einer von denen geht kaputt. Und ich verschiebe einen Dahn. Das heißt, den würde ich jetzt mal hier zu der Stadt schieben vielleicht. Genau, damit sind alle Fähigkeiten abgehandelt, alle langsamen Fähigkeiten. Dann können wir die Karten jetzt ablegen. Also die kommen jetzt nicht irgendwie zurück auf die Hand, sondern die kommen erstmal auf den Ablagestapel neben jedem Geist. Dann ist die Runde auch zu Ende. Wenn jetzt irgendwelche Dahan quasi beschädigt oder Städte auch beschädigt werden, waren, dann werden die jetzt in dem Moment wieder umgedreht. Also die regenerieren sich quasi immer am Ende der Runde. Dafür gibt es quasi hier so eine brennende Seite und eine normale Seite. Das war jetzt die erste Runde. Dann machen wir jetzt genau so weiter mit wieder der Wachstumsphase. Karten ausspielen, dann schnelle Fähigkeiten, dann die Invasoren, dann die langsamen Fähigkeiten. Wir spielen jetzt auf jeden Fall nochmal eine Runde, weil dann kommt vor allem das mit dem Furcht auch mal als Beispiel. Und dann solltet ihr eigentlich schon soweit sein, die Regeln zu kennen. Genau, dann fangen wir auch mit der zweiten Runde an. Wieder als erstes mit der Wachstumsphase hier oben. Ich würde mir mal, ich denke, ich wähle einfach nochmal genau dasselbe aus. Ja, wieso eigentlich nicht? Ich lege dann die zwei. Genau, ja, bis zu 3 entfernt. Ich gehe vielleicht mal hier rein. Dann, ja, ich bleibe erstmal hier drin. genau, da lege ich beide wieder einen rein. Wie gesagt, hat ja hier den Vorteil, dass dann die Invasoren ein Leben weniger haben. Der steht auch hier mindestens ein natürlich, also der hat natürlich trotzdem noch ein Leben. Das war die Wachstumsphase hier. Genau, dann mache ich hier auch eine Wachstumsphase und zwar würde ich sagen, dass ich auch hier wieder dieselbe mache. Genau, das bedeutet, dass ich genau zwei Präsenzen auslegen kann. Ich würde mal sagen, ich nehme die beiden. Ja, wie gesagt, man kann die auch aufsplitten, aber bei beiden ist das jetzt der Fall, dass beide halt einen Vorteil davon haben, dass sie sich am liebsten immer zwei oder mehr auf einem Plan haben. Oder eigentlich immer zwei. Genau, das war die Wachstumsphase von beiden. Jetzt bekommen beide mehr Einkommen sozusagen, bekommen zwei Energie, der andere bekommt auch zwei Energie. Genau, das hier sind hier die Kartenstapel vom letzten Mal, die können wir diese Runde nicht benutzen. Beide dürfen auch bis zu zwei Karten ausspielen. Genau, dann würde ich einfach mal diese beiden ausspielen. Ich zeige gleich natürlich noch, was die machen. Kostet eine Energie und der andere spielt die beiden aus. Kostet hier diese zwei Energie und die andere null. Ja, ich habe mir jetzt gerade eben schon mal genau überlegt und ihr seht dann gleich, wie es ausgespielt wird. Genau, dann haben wir die Karten uns ausgesucht, dann fangen wir mit den schnellen Fähigkeiten an. Fangen wir jetzt einfach mal mit dieser Fähigkeit an. Genau, das ist jetzt eine Fähigkeit, hier steht jetzt Target Spirit gains 2 Energy. Das bedeutet, dass man das auf einen anderen Spirit anwenden kann. Deswegen wollte ich auch mit 2 spielen, dass man diese interaktiven Fähigkeiten auch mal zeigen kann. Im Solo-Spiel kann man das dann auch auf sich selber anwenden, aber wie gesagt, wir spielen es so, als wären wir 2 Personen.
würde ich mit dem natürlich dann den anderen anwenden. Das heißt, ich würde dem anderen jetzt zwei Energie geben. Genau, dann hat er zwei Energie. Dann ist die Karte benutzt. Elemente habe ich natürlich immer noch. Ja. Dann die schnelle Fähigkeit von dem anderen ist jetzt diese Fähigkeit hier. Ich kann eins entfernt eine Furcht und Verteidigung 5 machen. Das bedeutet, dass ich von hier aus hier drin verteidige. Wenn man verteidigt, kann man da dieses Schild-Symbol reinlegen als Erinnerung. Also ich habe jetzt hier Verteidigung 5. Sehen wir gleich, dass das relevant ist. Das hat dann was mit Verwüsten zu tun. Und dann sind wieder alle unsere schnellen Fähigkeiten abgeschlossen. Dann genau, sind die Invasoren dran. Furchtkarten haben wir noch nicht. Deswegen gehen wir sofort in die Karten hier unten über. Als erstes wird verwüstet. Jetzt wird quasi in jedem Gebiet, also in jedem Berggebiet, verwüstet. Und jeder macht quasi einen Schaden in dem Gebiet. Das bedeutet, also oder, genau, jeder macht Schaden in den Gebieten. Die Einfachen hier machen einen Schaden. Das Gute ist, bei einem Schaden passiert noch nichts. Das heißt, hier passiert quasi gar nichts. Also ein Schaden ist sozusagen ignoriert. Hier wird auch ein Schaden gemacht. Das wird auch ignoriert. Hier wird jetzt aber, ne, die Stadt macht 3 Schaden, das Dorf macht 2, die beiden machen auch 2. Also 7 Schaden. Aber ne, alles über 2 ist egal. Also 2 oder mehr, dann wird hier ein von den Token reingelegt. Genau, das ist natürlich schlecht, aber kann man fast nicht verhindern, dass das mal passiert. Wenn jetzt hier eine Präsenz von mir gewesen wäre und hier wird so ein Token reingelegt werden, dann muss jeder Geist, der eine Präsenz hier hat, eine rausnehmen. Das heißt, also wenn ich jetzt 2 hätte, dann müsste ich halt eine von beiden rausnehmen. Wenn wir beide 2 hätten, müssten wir beide einen rausnehmen. Also immer jeder Geist, der da einen hat, muss einen rausnehmen. Hatten wir jetzt nicht hier, ist auch quasi in Ordnung. Wenn jetzt hier schon eins lag und es passiert so, dass nächste Runde irgendwie die nochmal verwüsten würden, dann wird den trotzdem da hingelegt und dann wird aber angrenzend noch einen hingelegt. Dann müsste ich quasi auch noch einen hier hinlegen. Wenn hier dann, also wenn ich dann vielleicht unklug bin und das dann da hinlege, würde ich das natürlich nicht machen. Wenn ich das irgendwo hinlege, wo dann auch wieder einer ist, dann muss ich noch einen legen. Ja, und man sieht man quasi so, ist das so ein bisschen ausbreiten, dass genau, das am Ende dann relativ schnell gehen kann, dass die sich alle ausbreiten. Wie gesagt, wenn die alle weg sind, haben wir verloren. Wir haben auch verloren, wenn einer der beiden Spirits alle Präsenzen verloren hat. Also ne, nochmal das Beispiel, wenn wir jetzt hier ja einen hatten, dann hätten wir den jetzt wegnehmen müssen. Der kommt dann auch nicht zurück auf den Plan hier, sondern der kommt quasi aus dem Spiel raus einfach. Und wenn wir durch so Sachen quasi alle unsere Präsenzen im Spiel verlieren, dass wir quasi keine Präsenz mehr auf dem Spielplan haben, dann haben wir auch sofort verloren. Ja, war jetzt zum Glück nicht der Fall. Genau, das waren die 3 Berge. Jetzt hier oben. Hier kriegen wir quasi Schaden 3. Aber wir haben Verteidigung 5. Das heißt, im Endeffekt ne, werden 5 von den Angriffen ignoriert. Das heißt, quasi hier wird 0 Schaden gemacht. Das heißt, wir verlieren hier auch keine Präsenz. Was hier auch noch der Fall ist, ist, dass hier einer der Ureinwohner der Dahan liegt. Die sind da super, weil die machen, wenn die quasi das überlebt haben, dann würden die Schaden zurückmachen. Wenn wir das Beispiel unten nochmal nehmen, nehmen wir an, hier unten wäre einer gewesen, dann hätten die natürlich hier 7 Schaden gemacht. Da würde ein Token hinkommen und dann würde der auch vernichtet werden. Ne? Weil die brauchen jeweils 2 Schaden, um vernichtet zu werden. Bei einem Schaden werden die umgedreht und beim zweiten Schaden wird dann rausgenommen. Hier wäre dann keiner übrig geblieben, das heißt, hier würde der auch nicht zurück angreifen. Hier, durch die Verteidigung, die wir hier angewendet haben, hat der jetzt überlebt, das heißt, der greift jetzt zurück an, weil hier Verwüsten abgehandelt wird und der macht 2 Schaden. Wir können es jetzt aussuchen, wie wir es verteilen. Was das Gute ist, dass wir hier durch die Geisterfähigkeit hier von dem Spirit die Fähigkeit, das Dorf hier nur ein Leben hat. Das heißt, wir dürfen quasi 2 Schaden machen, das heißt, wir können beide tatsächlich besiegen. Wenn ein Dorf besiegt wird, das steht auch hier oben, dann passiert automatisch eine Furcht. Das heißt, hier oben liegen wir eine Furcht hin.
Genau, das war Verwüsten. Das Schild können wir jetzt wegnehmen. Das ist jetzt ja egal, das verfällt dann. Dann wird gebaut. Genau, hier unten bei den Wäldern haben wir zugesehen, letzte Runde, dass das schön genau, leer ist, dass da nichts gebaut wird. Aber hier oben sind noch zwei Wälder, das heißt, oder Dschungel. Das heißt, hier wird gebaut. Wir haben gleich viele Städte wie Dörfer, das heißt, hier kommt dann ein Dorf hin. Genau, und dann wird noch erkundet. Und zwar im Sumpf. Das bedeutet, überall, wo wir jetzt einen haben oder angrenzend einen haben, kommt einer rein. Hier haben wir ja Dörfer angrenzend und hier haben wir natürlich eh schon ein Dorf. Genau, dann rücken die eins weiter wieder. Die Karte hier, die Berge werden jetzt abgeworfen. Die rücken weiter, also wird als nächstes verwüstet im Dschungel und gebaut hier in im Sumpf. Dann werden jetzt noch die langsamen Fähigkeiten ausgespielt. Dann fange ich mal mit dem hier an. Target Spirit may pay one energy to gain Power Cards. Das werde ich jetzt auch mal machen. Das heißt, er setzt das auf den Spirit ein. Er bezahlt jetzt eine Energie, hat er ja noch übrig, um Power Cards zu bekommen. Wie funktioniert das jetzt? Das funktioniert quasi, ist genau derselbe Effekt, wenn ich hier oben sage, Gain Power Card. Ne? Also das ist genau derselbe Effekt. Wenn ich das quasi passiert, durch so eine Karte oder durch den Effekt halt hier oben, dann darf man sich aussuchen, ob man eine Minor oder Major Power nimmt. Die Major Power kosten halt oft, ne, schon sehr viel Energie, irgendwie 5 Energie, 3 Energie, 6 Energie. Ne? Die sind halt dann natürlich auch stärker, während die Minor halt oft nur so 1, 2 kosten. Genau, unabhängig davon, welchen Stapel ich nehme, muss ich 4 Karten ziehen. Das mache ich jetzt mal für den oberen. Ich ziehe die obersten 4 Karten vom Stapel, gucke mir die an, wähle eine aus, die ich behalte, die anderen kommen auf dem Ablagestapel. Wenn ich jetzt eine Minor Power genommen habe, ne, also ganz normal, kriege ich 4 Karten, darf eine angucken, mir eine behalten. Dann muss ich aber eine meiner anderen Fähigkeiten vergessen. Das heißt, dann muss ich eine meiner Startfähigkeiten oder meiner anderen Minor Powers, die ich mir vielleicht schon genommen habe, oder von mir ist auch eine Major Power, das kann ich mir aussuchen, ich muss irgendeine andere Karte aus dem Spiel nehmen. Das kann auch eine sein, die eh schon im Ablagestapel liegt, oder genau, eine beliebige halt. Genau, die war von letzter Runde. Genau, ich würde jetzt als erstes mir natürlich mal die Minor Powers anschauen und mir eine aussuchen. Die haben prinzipiell ähnliche Fähigkeiten, die ihr jetzt ja schon kennengelernt habt. Da lohnt es sich auch ein bisschen auf die Symbole natürlich zu achten, weil ich hier Symbole habe, die mir Fähigkeiten bringen oder meine Fähigkeiten hier unten aktivieren. Genau, da wähle ich mir eben eine aus. Genau, ich habe mich jetzt für die Karte entschieden. Hauptsächlich, weil die halt die Symbole hat, die ich auch brauche. Ich brauche jetzt ja immer Feuer und Wind oder Feuer und Berge. Genau, das heißt, die passt ganz gut. Die kommt auch sofort in meine Hand. Genau, eine Karte hatte ich noch übrig von dem Spirit, das heißt, die kommt dann sofort in die Hand dazu. Die anderen drei Karten habe ich weggelegt. Genau, dann steht hier, ne, das war jetzt bis jetzt erst der oberste Effekt, ne, dass der einen bezahlen konnte, um einen Power zu kriegen. Jetzt darf ich zwei bezahlen, um auch eine Power zu kriegen. Das mache ich natürlich auch. Das heißt, ich bezahle zwei Energie und mache dann genau dasselbe. Ich nehme mir ja auch erstmal meine Powers. Hier habe ich mich jetzt für diese Karte entschieden. Auch hauptsächlich wieder wegen den Symbolen, aber genau, ist auch, denke ich, ganz gut, eine schnelle Karte zu haben. Er hat ja sehr viel langsame Sachen. Kann ich einen Erkunder quasi zerstören, oder wenn ich drei Berge habe, kann ich stattdessen ein Dorf zerstören. Also, ich denke, das ist ganz gut. Das kriege ich auch auf die Hand. Genau, dann ist die Karte abgehandelt. Dann haben wir jetzt noch zwei weitere langsame Fähigkeiten. Machen wir zuerst diese Fähigkeit hier. Oder drei Fähigkeiten haben wir sogar noch. Genau, bei der Karte können wir jetzt genau, langsame Fähigkeit angrenzend 1 können wir einen unseren eigenen Präsenzen gathern, also quasi zusammenziehen. Das heißt, da würde ich jetzt mal dieses Feld auswählen und von hier einen da reinholen. Dann mache ich einen Furcht und einen Schaden. Das heißt, Furcht geht jetzt wieder hier runter
und Schaden mache ich den kaputt. Dann wird er nämlich nachher nicht gebaut. Das war dann die Fähigkeit. Dann habe ich auch meine Fähigkeit hier freigeschaltet. Ich habe ja zwei Feuer und zwei Wind. Das bedeutet, ich kann jetzt angrenzend von einem, wo ich zwei Präsenzen habe, einen angrenzen, dann quasi hier zwei Schaden machen, aber nur zu Erforschern oder Erkundern. Das kann ich quasi hier gut machen. Hier habe ich ja zwei Präsenzen. Eins angrenzen wäre dann hier in dem Gebiet. Hier kann ich dann einen Erkunder einen Schaden zu machen oder zwei Schaden genau genommen. Einer reicht es natürlich. Die letzte Fähigkeit, die wir dann noch abhandeln können, ist die Fähigkeit von Ymir. Die habe ich auch freigeschaltet, weil ich einen Mond habe, zwei Wasser und einen Stein. Genau, den dritten habe ich leider nicht geschafft. Das bedeutet, wir können jetzt eine Präsenz müssen wir gleich ins Zielgebiet schieben und wir machen einen Furcht, einen Schaden und dürfen einen Dahan verschieben. Genau, damit können wir leider nicht so wirklich was ganz Positives machen, weil wir angrenzend zu unseren Sachen nichts haben. Allerdings würde ich mich ein bisschen auf das Gebiet hier nachher konzentrieren wollen. Deswegen mache ich das einfach mal so, dass ich quasi aus dem Zielgebiet das, also aus dem Gebiet hier, das hier als Zielgebiet definiere. Das heißt, ich muss eine Präsenz rüberschieben. Dann ein Furcht mache ich trotzdem. Kommt das hier runter. Und ich darf dann einen Dahan verschieben, dann schiebe ich den nämlich da rein, dann kann der auch nicht gleich da ein bisschen angreifen. Genau, das waren alle langsamen Fähigkeiten, dann werden die Karten wieder weggelegt. Dann würde ich, die Runde ist vorbei, da würde ich glaube ich noch eine Runde spielen, weil wir dann auch das mit dem Furcht machen. Das sind dann so die letzten paar Sachen, die ihr noch kennenlernen müsstet. Genau, fangen wir wieder an mit der Wachstumsphase. Genau, ich habe mir jetzt kurz überlegt, was wir am besten machen. Ich glaube, wir haben hier mit dem Spirit noch zwei Karten. Die Minor Power haben wir gerade eben ja bekommen und die haben wir auch. Damit kommen wir, glaube ich, noch aus für diese Runde. Das heißt, ich würde hier vermutlich auch erstmal nochmal dieselbe Aktion wählen. Genau, mache ich einfach mal. Klar, Futter ist natürlich, je mehr ich hier oben freischalte, wobei ich mache vielleicht mal so. Genau, dann kann ich drei Karten dann nächste Runde vielleicht eher spielen. Genau, macht glaube ich Sinn. Genau, die beiden platziere ich. Ich habe mir jetzt überlegt, ich lege die mal hier unten rein, also bis zu drei entfernt ja, in ein Berg- oder Sand, ja, Wüstengebiet. Das heißt, von hier 1, 2 entfernt. Genau, hier ist natürlich sehr viel, was wir auch irgendwann jetzt natürlich gleich zerstören müssten. Und hier ist natürlich gut, wenn meine Präsenz hier drin ist, dann haben die beiden natürlich weniger Leben. Das ist der Hauptgrund, wieso ich das mache, dann bin ich mit ihm durch. Er braucht auf jeden Fall neue Karten. Er hat quasi nur die eine Minor Power, die er gerade eben bekommen hat. Das heißt, hier mache ich dann die Reclaim Card Aktion. Das bedeutet, alle Karten, die jetzt hier neben auf dem Ablagestab lagen, kriege ich jetzt auf die Hand zurück wieder. Und ich darf eine Präsenz null entfernt setzen, also quasi da, wo ich eh schon bin. Da würde ich jetzt mal hingehen und ich denke, er braucht tatsächlich Energie, wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ich lege den und ich lege ihn einfach mal hier dazu, ja, da, wo ich schon bin. Dann genau, sind wir mit der Wachstumsphase durch, beide bekommen ihr Einkommen. Oder ihre Energie für die Runde. Beide bekommen 3. Ja, man merkt, das auch so ein bisschen, wird man quasi immer besser, je mehr Plättchen man hier freilegt. Deswegen habe ich mich da auch ein bisschen darauf konzentriert, hier möglichst schnell viele loszuwerden. So, dann können wir die Karten ausspielen, die wir wollen für diese Runde. Genau, er hat hier eh nur 2 Karten, das heißt, er würde die auf jeden Fall beide spielen. Kostet ihn jeweils 1. Und der andere Spirit spielt auch Karten aus. Er spielt auf jeden Fall den aus. Und die Karte spiele ich noch aus. Genau, dann passieren wieder die schnellen Fähigkeiten als erstes. Genau, ich würde mal mit dem hier anfangen. Das hier ist quasi die Minor Power, die ich bekommen habe. Damit kann ich Verteidigen 10 machen. Dafür würde ich mich jetzt in dem Fall entscheiden.
Genau. Und dann lege ich auch wieder hier ein Verteidigungssymbol aus. Und zwar würde ich damit. Genau, ich mache doch den oberen Effekt, habe ich gerade gemerkt, weil hier Range ist natürlich 0. Das heißt, ich muss da sein, ich wollte erst hier oben verteidigen. Also doch nicht verteidigen, sondern ich mache jeweils einen Schaden für jedes Dorf und jede Stadt. Da wähle ich jetzt mal das Feld hier unten aus. Damit ist das Dorf auch sofort kaputt gemacht, ne? Was hat ja nur ein Leben wegen meiner Spezialfähigkeit. Jedes Mal, wenn ein Dorf zerstört wird, wird hier oben ein Furcht hingelegt, runtergezogen. So, jetzt habe ich zum ersten Mal die Situation, dass ich alle Furcht von oben runtergezogen habe. Das heißt, in dem Moment lege ich jetzt die oberste Furchtkarte hier oben hin. Ich decke die noch nicht auf, sondern die wird erstmal hier nur hingelegt. Wenn ich da jetzt, wie gesagt, sowas freigedeckt hätte mit einer vereinfachten Siegbedingung, würde ich diese hier runterlegen. Könnte dann auch in dem Moment sofort gewinnen, ne, wenn ich dann jetzt irgendwie genau die jetzt schon erfüllt habe. Genau, die handeln wir jetzt gleich dann ab. Und dann wird das Furcht wieder alles nach oben geschoben. Wenn ich dann die wieder langsam runterziehe, geht da dann wieder die nächste Furchtkarte rüber. Genau, das eine Dorf habe ich zerstört. Hier habe ich jetzt noch die Stadt, die ist beschädigt. Die hat jetzt quasi noch ein Leben übrig. Wie gesagt, normalerweise hat sie ja drei Leben. Durch meine Fähigkeit hat sie nur zwei Leben. Einen Schaden habe ich ihr jetzt gemacht, das heißt, sie hat aktuell noch ein Leben übrig. Die Fähigkeit habe ich dann benutzt. Dann benutze ich diese Fähigkeit von dem anderen Geist, die ist noch schnell, macht einen Furcht. Das heißt, den lege ich jetzt wieder runter. Und Verteidigung 5. Die Verteidigung 5 mache ich hier, damit ich da jetzt gleich nicht ja, noch mehr Blight bekomme oder Verschmutzung. Genau. Dann waren das alle schnelle Fähigkeiten. Dann können wir hier wieder die Abfolge gehen. Als erstes wird im Dschungel verwüstet. Hier oben haben wir jetzt, hier wollte ich eigentlich verteidigen, aber das ging ja nicht, hatte ich falsch gelesen. Genau, die machen drei Schaden, das heißt zwei oder mehr, das heißt ich lege eine von diesen Verwüstungsplättchen rein. Wir haben keine Präsenzen hier, das heißt wir verlieren auch keine Präsenzen. Dann machen die den Schaden aber auch gegen die Dahan, also der hier kriegt jetzt drei Schaden, also oder drei Schaden nehmen, das heißt der ist auf jeden Fall zerstört, kann dementsprechend auch keinen Schaden zurückmachen. Hier haben wir drei Schaden, aber wir verteidigen ja für fünf. Das heißt, genau, Schaden ist ignoriert und der Dahan greift jetzt wieder zurück an und besiegt das Dorf. Wenn wir ein Dorf zerstören, machen wir wieder einen Furcht. Ziehen wir wieder runter. Die anderen beiden Dschungel sind leer. Das bedeutet, hier genau, passiert nichts. Dann wird gebaut. Einmal wird hier gebaut, weil da wir mehr Dörfer haben als Städte, kommt hier eine Stadt hin. Hier ist alles leer. Hier ist alles leer. Hier wird gebaut. Wegen meiner Fähigkeit, weil ich hier zwei Präsenzen habe, wird hier allerdings nur so ein normaler gebaut. Ansonsten käme hier im Normalfall natürlich ein Dorf hin, weil wir ja nicht mehr Dörfer als Städte haben. Ja, kommt jetzt aber hier wegen der Fähigkeit nur der hin. Jetzt habe ich natürlich ganz vergessen, die Furchtkarte abzuhandeln. Das passiert eigentlich, ist mir gerade eingefallen, das passiert natürlich, bevor wir den ersten abgehandelt haben. Schaue ich mal, ob ich was zurückbauen muss. Genau, wenn man diese Karten aufdeckt, also passiert wie gesagt vor dem, habe ich gerade falsch herum gemacht, aber lesen wir erstmal durch. Wenn man sich die je mehrere liegen hat, macht man die einfach in der Reihenfolge, wie man die freigeschaltet oder rübergelegt hat. Den Stapel dreht man quasi rum und arbeitet den ab. Hier guckt man jetzt, in welchem Furchtlevel man ist, also in welchem Terrorlevel. Wir sind aktuell im ersten, nur wir haben ja noch keine verbesserten Sieg oder vereinfachten Siegbedingungen freigeschaltet. Das heißt, wir lesen hier im oberen Bereich nur. From Land with Invasors or gather into Land with Invasors. Genau, hier hätten wir das, ist natürlich jetzt hilfreich gewesen. Das heißt, ich baue das nochmal ganz kurz zurück. Hier lag ja ein Dahan. Jeder Spieler darf jetzt quasi einen wegschieben. Irgendwo, wo Invasoren sind, oder hinschieben, wo Invasoren sind. Das genau, ist in dem Sinne gut, dass wir das jetzt machen könnten. Und zwar hätten wir den dann vielleicht hier rausgeschoben. Wobei, ne, das glaube ich, lohnt sich auch gar nicht. Ich würde sagen, dass wir aber den hier reinschieben.
Nee, genau. Also macht, glaube ich, doch Sinn. Dann hätten wir quasi einen Spieler, also der Oberste hätte vielleicht den hier, bevor er hier zerstört wird, quasi hier runtergeschoben. Dann ist er da drin. Und der andere Spieler hätte vielleicht genau, den hier von da nach hier geschoben. Ja, also der Effekt passiert. Jeder Spirit darf quasi den Effekt einmal machen. Irgendwo einen reinholen oder halt von da, wo Invasoren sind, rausholen. Genau, dann haben wir die Karte abgehandelt, die kommt da durch den Ablagestapel. Wie gesagt, das passiert jetzt eigentlich vorher. Das heißt, genau, dann geht die hier nicht kaputt, aber ich habe das ja soweit schon abgehandelt. Gebaut habe ich ja auch schon. Das bedeutet, ich kann jetzt noch erkunden. Genau, jetzt sehen wir, jetzt kommt der Berge nochmal dran. Berge hatten wir jetzt ja eigentlich schon. Das sind jetzt die Karten der Level 2, steht auch hier unten drunter. Hier ist noch so ein kleines Symbol drauf. Das ist quasi nur, wenn ihr die erhöhte Schwierigkeit spielen möchtet, dann passiert hier jetzt nochmal was Besonderes. Erst Spiel ignorieren wir das jetzt mal. Machen einfach mal weiter. Da wird erkundet. Das bedeutet, wir schauen, wo einer hinkommt. Genau. Hier ist die Stadt angrenzend von da. Da wird erkundet. Hier ist die Stadt angrenzend hierzu. Hier ist eh schon eine Stadt. Da kommt ihr dahin und hier ist auch eine Stadt angrenzend. Genau, dann wird weitergerückt. Und dann kommen die langsamen Fähigkeiten. Genau, dann machen wir als erstes die Fähigkeit hier. Die hat, genau, ich darf bis zu zwei versammeln und dann für jeden Dahan, der vorhanden ist, darf ich einen quasi rauspushen. Genau, das mache ich mal als erstes. Da würde ich, genau, würde ich das Feld hier verwenden. Das heißt, ich sammle bis zu zwei und darf dann verschieben. Gebaut wird hier eh, deswegen verschiebe ich vielleicht nur mal einen hier hin. Wobei, nee, das mit dem Verschieben lasse ich einfach mal. Ich sammle die einfach nur mal hier. Genau, das war die Karte. Hier erfüllt habe ich leider nichts. Ich bräuchte drei Feuer quasi oder nochmal zwei Wind. Habe ich leider nicht erfüllt. Dann die Fähigkeit hier. Die habe ich gerade eben ja schon mal ausgespielt. Der andere Spirit darf eine Karte in sich nehmen oder dass ich eine Minor Power oder darf sich Powerkarten nehmen. Ich würde tatsächlich sagen, er nimmt sich vielleicht mal eine Major Power. Dann haben wir das auch nochmal gesehen. Also nimmt sich einer der vier. Da suche ich mir jetzt eine aus, darf die behalten und muss dann aber eine andere Karte abwerfen. Also dauerhaft entfernen. Genau, ich habe mich jetzt mal für diese Karte hier entschieden. Ihr seht, die Major Power haben meistens oder vielleicht auch immer hier oben einen Effekt und dann hier unten einen Effekt, der nur erfüllt wird, wenn ich die entsprechenden Elemente quasi habe. So, das ist bei der Karte tatsächlich schwer, aber hier die ist, glaube ich, tatsächlich ganz gut für hier die Situation gleich hier unten. Das heißt, die passt ganz gut, ist auch nicht ganz so teuer. Das heißt, die nehme ich in meine Kartenhand auf. Genau, kommt direkt in meine Hand rein. Und jetzt darf ich bis zu zwei Karten, jetzt muss ich eine Karte noch von meiner Hand quasi dauerhaft entfernen. Ich würde mal sagen, ich würde einfach mal, ja, ich entferne mal die Karte. Okay. Also die Karte geht dann jetzt aus dem Spiel quasi raus. Genau, eine Sache sei noch kurz gesagt. Es gibt quasi auch noch diese, für jeden Spirit, diese Karten. Das ist Power Progression heißt das jetzt hier auf Englisch. Das ist quasi, anstatt quasi die Karten immer zufällig zu ziehen, kann man sich quasi sagen, ah, okay, das erste Mal, wenn ich das mache, passiert genau das. Das zweite Mal, wenn ich mache, krieg ich genau die Karte. Das dritte Mal kriege ich genau die. Beim vierten Mal nehme ich dann die, aber vergesse eine andere, weil es eine Major Power war. Und so weiter. Also da hat man dann quasi, anstatt zufällig von dem Stapel zu ziehen, weil da können manchmal die Elemente halt auch gar nicht gut zu einem passen, kann man quasi diese Karte abarbeiten. Dann wird dadurch nochmal ein bisschen einfacher. Und ich denke, für das allererste Mal, dann hat man so ein bisschen eine Vorlage, welche Karten man am besten nimmt, was gut zu einem passt. Genau. Damit habe ich es nicht gespielt, aber genau, jeder Geist hat quasi so eine Karte noch. Genau, das war die Karte. Den unteren Teil kann ich nicht abarbeiten. Was ich aber noch habe, ist den Teil hier. Ich habe ja zwei Wasser generiert, einen Berg und einen Mond oder eine Nacht.
Das bedeutet, ich kann einen Furcht, einen Schaden machen und einen Dahan verschieben. Das würde ich mal hier machen. Da hier ja nachher gebaut wird, das möchte ich eigentlich ungern. Deswegen mache ich hier einfach dann einen Schaden und einen Furcht. Dahan verschieben geht natürlich nicht, weil ich da ja eh, weil da eh keiner ist. Genau, dann ist die dritte Runde jetzt auch vorbei. So spielt ihr jetzt natürlich weiter. Wie gesagt, ihr könnt euch das Teil 2 des Videos anschauen. Da spiele ich dieses Spiel hier noch zu Ende. Mal sehen, wie es verläuft. Ach genau, am Ende der Runde wird jetzt hier die Stadt, habe ich leider nicht geschafft, noch Schaden zuzumachen. Das heißt, die wird jetzt wieder auf die aktive Seite gedreht. Aber genau, im zweiten Teil spiele ich das Spiel dann noch zu Ende. Mal sehen, ob wir es schaffen zu gewinnen. Ihr solltet es aber eigentlich alle Regeln kennen, dass ihr das auch selber direkt losspielen könnt. Es gibt auch noch so einen Quick-Start-Guide bei dem Spiel, wo dann quasi auch, ja, ich sage mir die Regeln ein bisschen genau, im Kurz angebracht werden, aber das solltet ihr jetzt schon quasi haben, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Gut, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt mir gerne, ob euch dieses Format auch gefällt oder ob ihr lieber das getrennt haben möchtet mit dem Solo-Play und den Regelvideos. Und genau, klickt gerne auf den Part 2 Video, das ist jetzt hier in der Beschreibung drin und wird auch euch angeblendet. Dann könnt ihr genau, schauen, wie es weitergeht mit dem Verteidigung der Insel. Dann sage ich bis zum nächsten Mal.